So, dann gehen wir jetzt mal zur verwundeten Küste, würde ich sagen, denn da warten ja noch haufenweise Quests auf uns, denen wir uns doch mal widmen wollen. Oh, Kacke. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück, weil wir jetzt keine komplette Gruppe haben. Das ist natürlich echt nicht so brillant. Vielleicht müssen wir da nochmal hier nach Kirkwall und eben nochmal mit Fenris Riesen. Was ist denn da? Eine bittere Pille? Der scheint auf uns zu warten. Dann schließen wir das noch eben ab. Komm. Das Quest mit Fenris. Vielleicht will er nochmal mit uns reden oder so. Da ist er ja. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadrianna passiert ist. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber das heißt nicht, dass ihr meinen Zorn verdient. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich war besorgt um euch, Schnuckelchen, würde der Thomas jetzt sagen. Ich war besorgt um euch. Ich verstehe. Deshalb bin ich hier. Ihr seid aus der Reihe getanzt, Fenris. Erlaubt euch das nicht nochmal. Das ist alles? Nur eine Entschuldigung? Wenn ihr wollt, kann ich gehen. Dann seht ihr mich nie wieder. Ich verlange eine Erklärung. Ich will nur wissen, was da drin passiert ist. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadrianna mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Lasst eure Vergangenheit hinter euch. Was ist mit eurer Schwester? Es ging euch nicht darum, eure Familie zu finden, als ihr es getan habt. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Hadrianna war hinter mir her. Ich hatte nie die Chance, einfach wegzugehen. Soll ich ihnen etwa vergeben, egal wie oft sie mich aufspüren? Soll ich alles vergessen, was sie mir angetan haben? Es frisst euch auf, Fenris. Klingt nach einem Plan. Ihr seid immer noch ein Sklave. Ja, trotzdem, wir sind ja böse. Ihr tragt zwar keine Ketten mehr, aber frei seid ihr dennoch nicht. Ihr wisst nicht, was es heißt, ein Sklave zu sein. Dieser Hass ist eine Krankheit. Diese Dunkelheit in mir. Ich kann sie nicht abstreifen. Und sie haben sie mir eingepflanzt. Deshalb bin ich nicht hergekommen. Geht nicht. Ich versuche euch zu helfen. Komm. Ich versuche euch zu helfen, Fenris. Denkt einfach an meine Worte. Wie ihr wünscht. Quest aktualisiert, hinterfragte Überzeugung. Sprich in seinem Zuhause in der Oberstadt mit Fenris. Dann wollen wir das jetzt mal eben auch noch machen. Komm. Briefe haben wir ja sowieso nicht erhalten. Und deswegen hier Fenris. Nehmen wir nochmal Isabella und Evelyn mit. Mal eine ganz neue Konstellation. Ohne Heiler, das könnte kritisch werden, aber warum nicht? Jetzt wollen wir mit dem Fenris eben quatschen. Sind wir da hier richtig? Ja. So, Fenris. Machen wir das eben auch noch. Einem schönen Tropfen Wein. Ein guter Roter. Miam, miam, miam. Oh, hat sich hier besaufen. Habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Warum nicht? Nur zu. Redet es euch von der Seele. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen, aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Es war also nicht eure Entscheidung. Klingt witzig. Er hat euch zurückgelassen? Es war also nicht eure Entscheidung. Ihr seid nur durch Zufall entkommen. Damals schon, ja. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen.
Und ihr wolltet nicht gehen. Wolltet ihr nicht weggehen? Ich weiß, wohin das führt. Und ihr wolltet nicht gehen. Zur Not auch gegen euren Willen, nehme ich an. Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Post. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Was? Boah, ist ja noch heftiger als der Sarazar. Obwohl der auch schon viel Dreck am Stecken hat mittlerweile. Was? Warum? Immer wieder alte Gewohnheiten. So viel zur Freiheit. Immer wieder alte Gewohnheiten. Einmal ein Sklave, immer ein Sklave. Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich, ich konnte nicht. Ich floh und habe nie zurückgeschaut. Thema vertiefen. Ihr seid nicht auf Saron geblieben? Wie seid ihr entkommen? Warum seid ihr nicht früher gegangen? Bedauert ihr, sie getötet zu haben? Hättet ihr euch nicht anderen Nebelkriegern anschließen können? Selbst wenn, ich fühlte mich unwürdig. Ich wusste damals nicht, ob ich Daenerys wirklich entkommen konnte. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Ich musste einfach nur weg. Ich fuhr auf einem Schiff als blinder Passagier nach Süden Richtung Festland. Ständig mit meinem einstigen Meister im Nacken. Warum seid ihr nicht früher gegangen, Fenris? Ich verstehe nicht, warum ihr so lange bei Daenerys geblieben seid. Ihr wart nie ein Sklave. Sklaven träumen nicht von der Freiheit oder irgendwelchen Wundern. Sie denken nur an die Wünsche ihres Meisters und daran, was die nächste Stunde wohl bringen mag. Ich hätte nie gedacht, ich könnte etwas anderes sein, bis ich ein anderes Leben kosten durfte. Fühlen alle Sklaven so? Aber es gibt doch immer wieder Sklavenaufstände, so wie in Kirkwall. Das Ritual, dem ich meine Zeichen verdanke, raubte mir auch meine Erinnerung. Was ich vorher war, hätte ebenso gut nie existieren können. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht anders empfunden. Bedauert ihr, sie getötet zu haben? Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen, aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Wie seid ihr entkommen, letztendlich? Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Danke, dass ihr mir es erzählt habt. Daenerys müsste tot sein. Ich verstehe nicht, warum ihr ihn nicht gleich getötet habt. Ich bin nicht vor ihm geflohen. Zuerst nicht. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber... Ihr musstet es jemandem sagen. Aber ihr seid betrunken. Wir sind keine Freunde. Nee, ich glaube, wir sind keine Freunde. Wäre auch unklug, das als Schwarzmagier zu sagen. Weil so ein bisschen müssen wir den Fenris bei Laune halten. Der ist ja immer ein tapferer, wagemutiger Krieger. Aber ihr seid betrunken. Zu viel Wein lockert die Zunge. Sagen wir einfach, ihr habt meinen Respekt. Dann also einen letzten Trinkspruch. Auf die Gefallenen. Auf die Gefallenen. Naja, wegen nichts steigt unsere Feindschaft bei Fenris immer noch. Und da ist auch nicht mehr viel, bis er ein richtiger Feind wird. Dann kriegen wir trotzdem einen Boni. Und die Isabella genau das Gegenteil. Sie ist sehr gut mit uns befreundet mittlerweile. Geschicklichkeit, Konstitution, Klugheit. So. Willenskraft habe ich natürlich jetzt drauf geskillt. Vielleicht Konstitution wäre mal was für die...
Vielleicht mache ich das mal so. Wählt die ein bisschen mehr aus. Was gibt's hier noch? Landgang. Isabelles Serie von hinterhältigen Angriffen löst nun bei allen Gegnern ein Gefühl der Betäubung aus, vergleichbar mit dem letzten Tag eines Landgangs. Wo man sich da nochmal schnell vollgesoffen hat. Alle Mann an Deck. Unter der Wasserlinie. Isabellas Verhöhnung erschüttert das Selbstbewusstsein ihres Gegners. Auch nicht schlecht. Die hat schon ein paar sehr gute Skills. Da kann man nichts gegen sagen. Spezialist hat sie auch voll geskillt. Täuschung. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir gucken hier nochmal eben. Meister der Tarnung. Hinterhalt. Der Schurke landet automatisch einen kritischen Treffer, wenn er aus der Verstohlenheit heraus angreift. Diese Fähigkeit lässt sich auch mit anderen Talenten wie Pfeil, Hagel oder hinterhältiger Angriff kombinieren. Kritische Trefferchance 100% bei aktiver Verstohlenheit. Ich glaube, ich tue es aber lieber hier drauf packen. Gegnerische Verteidigung minus 50. Ja, komm, das machen wir. So. Und jetzt haben wir uns mal tatsächlich den Anders gespart hier, mit dem rumzueiern. Und mit dieser Truppe wollen wir jetzt also auch mal tatsächlich zur verwundeten Küste wagen. In der Wildnis haben wir nämlich noch haufenweise Quests gehängt. Im Anders sind alles Hauptquests, da warten wir noch mit. Wir machen jetzt erstmal die verwundete Küste. So, jetzt gehen wir doch mal wirklich hin. Ich hoffe, wir geraten nicht schon wieder in einen Hinterhalt oder sowas. Nein, wir scheinen wirklich angekommen zu sein. Fenris, habt ihr über mein Angebot nachgedacht, die Wache in den Kampftechnik? Na super, und hier gibt's wieder haufenweise Grafikfehler in der verwundeten Küste. Und die quatschen hier immer noch mitten im Kampf über irgendwelche Themen. Meine Fähigkeiten wurden mir zugefügt, nicht beigebracht. Ich werde sie nicht weitergeben. Nicht weiter. So, und hier sind wir wieder in einem Gebiet voller Grafikfehler. So, und den machen wir jetzt selber platt. Dann schnetzeln da eh alles nieder. Ich muss noch ein bisschen auf Sarazar aufpassen, das ist alles. Und der kriegt eine eisige Umarmung, dieser Seeräuber-Bogenschütze dahinter. Und daran wird er auch nieder, zugrunde gehen. Boah, der hält aber gut was aus, der Seeräuber-Plünderer. Ein verziertes Amulett. Plus 31 Angriff, können wir gleich mal gucken. Genau, und jetzt wo wir gerade die Isabella hier haben, wo sie doch gerade hier ist, da können wir jetzt mal gucken, ob wir der winzige Schnitt... 25 Schaden, genau, der macht auf jeden Fall mehr Damage, wesentlich mehr sogar. Ja, dann legen wir den jetzt mal an. Und hier haben wir vielleicht auch noch was. Negativ, negativ, negativ. Gegenstände, sonstiges. Ah, verkaufen können wir auch bald mal, denn langsam scheint unser Inventar doch leicht überfüllt zu sein. Ach, warum diese blöden Grafikfehler die ganze Zeit hier sind? Das ist doch echt ein bisschen nervig. So, hier können wir jetzt auch noch weiter irgendwie laut Karte. Aha! Scheinen noch Kisten oder sowas zu sein. Dieser Grafikfehler geht halt auch auf die Performance. Das Spiel läuft nicht mehr 100% flüssig plötzlich. Aber wie ich schon gesagt habe, ich kann leider nichts gegen tun. Irgendwie kommt der mit meiner Grafikkarte oder was auch immer nicht klar. Ich habe das Game auf der neuesten Version extra mal gepatcht. Trotzdem hat man immer mal wieder diesen Textur-Bug hier. Das ist echt extrem, wie viel Erfahrung man kriegt, wenn man so eine Blüte findet. Damit meine ich nicht Falschgeld. So, Truhe. Vielleicht haben wir ja echtes Geld. Nein, aber dafür einen Ring. Ach genau, hier können wir das Amulett. Das haben wir doch eben auch gefunden. Das können wir auch mal. Verziertes Amulett. Plus 31 Angriff. Plus 31 Angriff hat das gute Ding. Ja, das, die Isabella hat was Gutes. Ich glaube, der Evelender geben wir das mal, oder? Ja, hat sich gelohnt. Und der Ring, plus 3 körperlicher Schaden. Ah,
Kann man vielleicht auch der Evelyn geben, anstatt dem plus 16 Angriff. Ja. Naja, alles in Ordnung soweit. Verzierter Gürtel. Gürtel der Unwissenheit. Okay. Ich denke, die ist jetzt auch auf jeden Fall wesentlich besser ausgerüstet. Ich bin mal gespannt, ob wir das hier überhaupt ohne Heiler bestehen können. Ich meine, das kann ja auch schnell heiter werden. Uch, was ist das denn? Eine Horde voller Gronks? Das sind Mabari-Hunde. Einen dicken Mabari haben sie auch an Bord. Aber der wird nicht lange überleben. Na, so viel dazu. Das war ja nichts.